Meine sehr verehrten Damen und Herren, heute sind wir hier 20 Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer und nach dem Anfang der Wiedervereinigung Deutschlands versammelt. Heute ist Deutschland und sogar Europa und die ganze Welt kaum mehr geteilt. Und heute feiern wir die Wiedervereinigung der Welt. Aber nicht nur die Einheit der Welt, sondern auch die Brüderlichkeit der Menschen der Welt. Eine Brüderlichkeit, die ihren Anfang in die Zeit direkt vor und nach dem Fall der Mauer hat. Im Jahre 1989 war die Mentalität eine von Zusammengehörigkeit, Brüderlichkeit und einer blühenden Zukunft. Die Zukunft wird eine bessere sein mit Freiheit ohne Stasi. Der 9. November 1989 war der Tag der Maueröffnung, der Anfang vom Ende von der DDR und auch von dem sowjetischen Einfluss in Europa. Jetzt sind wir am Anfang einer neuen Zeit. Deutschland ist vor kurzem aus der Weltwirtschaftskrise gekommen und ist wie doch immer eine Weltwirtschaftssuperkraft. Globalisierung ist der Weg der Zukunft der Welt, eine Zukunft, in der Deutschland eine große Rolle spielen wird. Ich bin ein Beispiel dieser neuen Globalisierung. Als eine junge Amerikanerin, die für viele Jahre in europäischen Ländern und auch Japan lebte. Ich bin mehr eine Bürgerin der Welt als eine Bürgerin eines Landes. Ich sehe fast keine Mauern oder Grenzen, nur eine Welt mit einem Volk. Jetzt sorgen Menschen aus den neuen Bundesländern sich über die Arbeitslosigkeit, die zweimal höher in den neuen Bundesländern als in den alten ist. Laut einer Umfrage glauben 49 dieser Menschen aus 100 Befragten, dass die DDR mehr gute als schlechte Seite hatten. Und das ist die Gift unseres Welt, das Glauben, dass die Vergangenheit immer besser war. Aber Menschen, die sagen, dass die Vergangenheit besser war, müssen auch an die Stasi und das Doppelleben der Bürger denken. Ist ein Beruf wichtiger als Reise, Information oder Pressefreiheit? Ist ein Beruf richtiger als Versammlungsfreiheit oder eine gute Ausbildung für ihre Kinder? Oder als die Möglichkeit, ein Auto ohne Warten oder modische Jeans zu kaufen? Heute ist unsere Generation der neueste Teil des Volkes, die keine Verbindung mit dem Zweiten Weltkrieg hat. Wir sind auch die erste Generation einer vereinten Europas. Unsere Generation ist es, die die Zukunft bauen kann. Nein, wir sind die Generation, die die Zukunft bauen muss. Heute ist die Welt eine globalisierte Welt, in der es keinen Platz für Mauern oder Teilung gibt. Zum ersten Mal hat Deutschland und ganz Europa die Gelegenheit, eine starke transnationale Institution mit großem Einfluss über die Wirtschaft der Welt erreichen. Helmut Kohl hat dem deutschen Volk blühende Landschaften versprochen und dass niemand wird es schlechter als vorher gehen. Aber er hat dem Volk keinen Zeitrahmen gegeben. Das Problem war, dass niemals vor der DDR gab es in die Geschichte ein Land, das einfach verschwunden ist. Kanzler Kohl musste die Präsidentswahl schaffen. Niemand wusste, was das Verschwinden der Deutschen Demokratischen Republik bedeuten würde. Zuerst dachten die Leute, wir sind alle Deutschen, und weil sie alle von der Wiedervereinigung der zwei deutschen Staaten immer geträumt hatten, dachten sie, dass die nicht mehr als am meisten ein paar Jahre dauern würde. Die Konzept von einer Mauer im Kopf ist eines, das niemand vor dem Fall der Mauer ausgedacht hat. Jetzt stehen wir an der Spitze von einer neuen Welt, einer von Solidarität und Brüderlichkeit, in der es keinen Platz für Mauern gibt. Unsere Generation ist eine, die nicht nur von unseren Reisepässen identifizieren können. Wir sind Deutsche, Amerikaner oder Österreicher, aber wir sind auch Bürger der Welt. Wir können einfach nach ein anderes Land reisen. Es ist kein Problem, von Deutschland nach Österreich für Ferien oder Skifahren zu fahren. Aber vor 20 Jahren konnte man es nicht einfach ohne Pass machen, wenn man von Osten oder Westen kam. Mit der Europäischen Union ist alles verändert. Viel mehr Mauern sind zerstört. Heute ist die Mentalität unserer Generation eine von Demokratie und Freiheit ohne Grenzen, ohne Mauer und ohne Ende. Demokratie erlaubt uns die Chance, unsere einzige Zukunft auszuwählen. Wir können alles machen ohne Grenze.
Es gibt gar nichts, das wir nicht schaffen können, wenn wir es wollen. Wir sind die Generation von Brüderlichkeit und Zusammengehörigkeit ohne Grenze und auch ohne Zoll. Für uns überschreitet Demokratie die Grenzen unserer Länder und auch unserer Kontinente. Wir sind die erste Generation in einer echten globalisierten Welt. Eine, in dem ein Land, das an der Globalisierung nicht teilnehmen will, zurückgelassen und vergessen wird. Die Mentalität von der Mauer im Kopf und auch der Wunsch, die DDR wiederzusehen, ist einer von unseren Eltern. Aber wir müssen uns als die Generation von Einheit, Freiheit und Brüderlichkeit definieren. Deutschland kann ein Beispiel für die ganze Welt sein, ein Beispiel von Einheit und Brüderlichkeit. Sie können der ganzen Welt zeigen, wie stark wir sein konnten, wenn wir zusammen in die Zukunft gehen werden. Wir werden immer miteinander verbunden sein. Und wenn wir eine bessere, freie Welt ohne Kriegen oder Kämpfen möchten, dann dürften wir keine Mauer im Kopf haben, dürften wir nicht immer an die Vergangenheit denken, sondern müssen wir in die Zukunft zusammenschauen und im Frieden mit Brüderlichkeit zwischen allen den Bürgern der Welt die Lösung für unsere Probleme finden, Probleme, die unsere Eltern gemacht haben. Wir müssen vorsichtig sein, dass wir eine bessere Welt zu unseren Kindern geben, als die wir von unseren Eltern gewählt haben. Die Lösung ist, die Geschichte zu kennen und niemals zu vergessen, aber auch vorwärts zu gehen. Wir dürfen nicht immer zurückblicken. Meine Damen und Herren, ich bitte Sie, denken Sie daran, wir sind alle ein Volk. Wir sind das Volk von Europa, Deutschland und der Welt. Wir haben die Chance, eine neue Freiheit für eine neue Welt zu bauen. Und wenn wir alle zusammenarbeiten, dann schaffen wir unsere friedliche Zukunft. Danke.